Hi Jungs und Mädels, was geht ab hier? Freunde der Nacht, Stefan Lammel ist wieder mal hier mit einem neuen Erklärvideo zu einem wunderschönen Lied von Franz Schubert. Das Lied heißt Ständchen. Gesungen und bekannt gemacht hat es Friedrich Fischer Dieskau. Das geht los mit Leise flehen meine Lieder durch die Nacht. Oder so ähnlich. Ja, also ein sehr schönes Lied, sollte man sich mal anhören. Und ich habe es hier für Altsaxophon, für Alt-S-Saxophon, für Tenorsaxophon habe ich es auch schon auf YouTube bzw. auf meiner Website. Ich habe auch das Erklärvideo für Tenor schon auf meiner Website. Und jetzt kommt dieses Lied mit Altsaxophon und mit einem wirklich schönen Backing-Track. Das heißt, man kann schön mit der Piano-Begleitung, mit Klavierbegleitung dazu spielen. Und wie das klingt, hört ihr dann hier, gebe ich die Minute an, ja, dann kommt hier der Backing-Track für dieses Altsaxophon. Hört euch das an. Und ja, und jetzt wollen wir gleich anfangen, dieses Lied uns zu erarbeiten. Wenn ihr das Lied performancemäßig auf meiner Website hört oder auf YouTube, dann habe ich das einen ganzen Ton höher gespielt. Also mein Performance-Video ist um einen ganzen Ton höher. Ich erkläre es euch hier um einen ganzen Ton tiefer. Dementsprechend kommt auch der Backing-Track einen ganzen Ton tiefer, weil es viel leichter dann zu spielen ist. Wir haben hier die Tonart A-Moll und A-Moll und E-Dur. Wir haben also zwei Tonarten. A-Moll ist die parallele Moll-Tonart zu C-Dur. Ihr wisst ja, C-Dur hat keine Vorzeichen. A-Moll müssten wir aber hier spielen in der harmonischen Moll. Das heißt, der siebte Ton von A, das ist nämlich der Ton G. Also wenn ich von A nach A spiele, A, H, C, D, E, F, G. Und dann kommt wieder A. Und dieses G muss man mit einem Kreuz erhöhen zu Gis. Mit einem Kreuz erhöhen zu Gis. So hat man die A-Moll harmonische Molltonleiter, die wir hier brauchen. So, jetzt kommt die Erklärung für den Ton G bzw. Gis. Hier haben wir das G und wenn ich den kleinen Finger noch dazu nehme, ja, ich gehe mal näher ran. Hier ist das G und hier ist das Gis. Ja, ich habe das Chartbild ja auch, das Griffbild auch noch hier. Das ist der Ton Gis. Und jetzt spielen wir zusammen diese Vorübung A-Moll harmonisch. Von A zu A mit dem Gis. Da haben wir also die erste Tonleiter und im zweiten Teil brauchen wir eine zweite Tonleiter, das ist E-Dur. Also E-Dur ist ein bisschen schwieriger, E-Dur hat vier Kreuz. Also das erste Kreuz aus F wird Fis, hier ist es F und hier ist es Fis. Die drei oben und Fis. Das zweite Kreuz ist fürs C, aus C wird Cis. Ich weiß nicht, ob da noch eins vorkommt. Hier ist es C und hier ist Leergriff Cis. Das G haben wir schon gezeigt, aus G wird Gis. Hier ist G und hier ist Gis. Wir brauchen hier noch einen Zwischenton, nämlich das A ist, beziehungsweise wird gegriffen wie ein B.
Das heißt, hier habe ich das H und hier zwei zusammen, die zwei zusammen mit Zeigefinger ist es B. Beziehungsweise hier können wir das B anders spielen, nämlich hier das A und hier die Seitenklappe, die untere dazu. Ja, da kommen wir noch dazu, fangen wir gleich an mit den ersten Tönen. E, F, E, A, immer mit Oktavklappe. Ihr seht es, ich habe Großbuchstaben, ist immer mit Oktavklappen. E, F, E, A, E, D, E, D, A, D, E, D, D, C, H, C, E, F, E, C, da ist das C mit der Oktavklappe. Nochmal, E, F, E, C, E, D, E, D, H, A, G, F, F, I, D, I. Ah, das glaube ich dürfte nicht so besonders schlimm sein. Der zweite Teil, der B-Teil, da kommt jetzt dieses GIS drin vor. Also ich habe das G und hier ist das GIS. Und dann haben wir, was haben wir noch drin? Ja, da, die Stelle, die erkläre ich euch dann noch. Es geht los, also E, GIS, C. Nochmal. I, G, C, H, A, I, C, A. Jetzt kommen schnelle Vorschläge mit F, G, F. F, G, F, I, F, A, F, I. So, und dann kommt das gleiche nochmal. I, G, C, H, A, I, C. Da kommt dieses Cis drin vor. Da löst sich der Akkord auf. Der geht hier nach E-Dur. Und dann kommt A, Fis, Gis, Fis, F, Fis, A. Das ist die schwierigste Stelle. Wir machen das langsam. Da kommen zwei schnelle Vorschläge, nämlich mit dem Fis zum Gis und wieder zum Fis zurück. Fis, Gis, Fis. Fis, Gis, Fis, F. Fis, A, Fis, I. Und jetzt kommt der Schluss. Da kommt ein A ist vor. Ich habe es vorhin erklärt. Und das spielen wir wie ein B. Nämlich, das müssen wir so spielen. Hier ist das A und die untere Seitenklappe von den dreien dazu. H, B, H. H, B, H, D, das ist das hohe D. Wir greifen das bis Cis Oktavklappe und hier den Palmki dazu. Dann kommt nach dem kommt das Gis und das A. D, Gis, A. Das wäre es eigentlich, ja, sonst ist da nichts mehr drin. Also, die Vorzeichen ein bisschen üben, nicht irr werden, wenn so viele Vorzeichen da ist. So wird man besser, wenn man mit einem langsamen Tempo und einem langsamen Lied die neuen Vorzeichen einfach greift.
Ja, Freunde der Nacht, das war also Schubert Ständchen. Hier in dem Fall einen ganzen Ton tiefer wie das Original, was auch auf YouTube oder auf meiner Website ist. Unterschied, ein Ton, ein ganzer Ton höher ist natürlich ein bisschen schwieriger zu spielen. In dieser Tonart in A-Moll klingt es sehr schön, kann ich euch nur empfehlen. Abonnieren nicht vergessen, eure Kommentare nicht vergessen, Sachs Newsletter abonnieren, die Glocke einschalten nicht vergessen und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.